Ich habe mich voll gut geschlagen letztes Mal in der Vorstellung da. Aber ich habe mir auch alles aufgeschrieben. Einfach aufgeschrieben, alles. So, ach ja. Oh my god, Keaton's face behind you when you walked on stage. I was shitting myself. In the dead of night, I'll meet you in my sleep. He was shitting himself. That dude owes in me. In the morning light, you wake up next to me. Like a dream come true, I'll take you where. Ich finde, die Rachel läuft immer, als hätte sie in die Hosen gekackt. My dear, what if I told you that the entire fate of our production rests upon your slender shoulders? I've never had an experience like that on stage. Yeah, right? You were... No, you. Like, seriously. I love nights after a show. Is it always like this? Oh, totally. It's such a high. No more nerves, just the adrenaline. So, first timer, are you proud of yourself? You were literally perfect tonight. I was blown away. Was haben wir da? Beim letzten Graffiti müsste ich dich etwas spoilern. Na, du kannst mich ja erstmal nicht spoilern und mir zumindest sagen, dass es da ist und ich guck mal, ob ich es finde. Und wenn ich es nicht finde, dann darfst du mich spoilern. Machen wir es mal so. Und dann mache ich es falsch. Ja, ist auch wieder recht. Ah, na gut, okay. Und das Spiegel in der Umkleide habe ich gemacht, ja. Okay, gut, wenn das so kompliziert ist, dann darfst du mich mal spoilern. Ja, habe ich gemacht. So, was war denn jetzt hier die Frage? Ich habe nicht aufgepasst. Ich mache mir Sorgen. Ja, eindeutig eigentlich eher erleichtert. Sie sagte First-Timer. Bla, wie fühlst du dich wahrscheinlich, oder? Oder was hatten die gefragt? Kann mir einer sagen, was die gefragt hat? Ich weiß es nicht mehr. Oh, schön, dass man die hier so stundenlang so stehen lassen kann und sie die ganze Zeit dieses falsche Grinsen auf den Lippen haben muss. Red doch endlich weiter, bitte, komm schon. Ich nehme... Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Eindeutig? Ich weiß nicht, was die gefragt hat, keine Ahnung. Ich nehme das. I think I'm just happy it's over. The last 12 hours have been... freaking intense. You've gone through so much shit today. Right now is pretty good. Okay, the whole show was good. I admit it. Yeah. It was magical. Ja, sie würde ja jetzt eher was Albernes sagen, ne? Ach komm, wir sagen mal was Liebes zu ihr. Well, everything's been magical since we started hanging out. Let's leave. For real. For real, huh? You said you wanted to skip town and never look back. Like I said last night. Habe ich jetzt schon was falsch gemacht? I know. I've been thinking about that all day. But that was... Don't say it was just a crazy thought. You mean it. I can tell. You want this. Yeah, but like... eventually. Let's go now. Didn't we already agree on stage? We can't just... Why not? Oh Gott. Ist das jetzt alles schon wichtig für das Graffiti? Nee, oder?
Gut. Mitten im Nirgendwo? Wegen den Eltern? Wir haben kein Geld. Ja, eigentlich haben wir ja kein Geld, so, ne? Eltern sind ihr scheißegal, glaube ich. Aber es geht ja ums Geld. What about money? I thought you were a high-rolling criminal now. Ich habe das Geld aber weggegeben. I collected the money Frank wanted, but then I gave it back to Drew instead. It sounded like he needs it more. No shit. But man, I'm not looking forward to what Frank has to say when he finds out. We'll figure it out, Chloe. Anyway, I've got more than enough to start us out. I always get birthday money from my dad. Or should I say, hush money. Any more questions? Was ist denn mit deinen Eltern? Mir sind die scheißegal. I know our parents have been shitty, but we can't just leave them. That doesn't sound like Chloe Price. Deine Mutter braucht dich, meine Mutter braucht mich. Eigentlich beides richtig, ne? Ich nehme aber trotzdem mal das. Wouldn't it hurt your mom? She doesn't deserve that, right? I don't deserve to live in the middle of my parents' mistakes. Right. Of course you don't. Ja, und das dann noch? How far could we possibly get without a car? I thought you were fixing that truck in the junkyard. I was just seeing if I could. Well, can you or can't you? Klar kannst du das. Yeah, I can. That's hot. In other words, we've got transportation covered. Okay. Fine then, drama queen. Where are we going? You tell me. What uniquely twisted location does Chloe Price plus Rachel Amber equal? Wollte die nicht immer nach Los Angeles? Oder war es New York? Nach Los Angeles, ne? Dann nehmen wir das auch. Why don't you show me LA? Perfect. 60 degrees every night. You and me on the Santa Monica Pier. Gorging on food truck food. Smoking up. Looking at the moon shining on the waves. And a beautiful blonde man will sit next to us and smile at you. Yeah, okay. He'll say, I like your eyes. And I'll say, back off. She's with me. You're full of shit. I love this time of night. Don't you just feel like everything's possible? Rachel, stop. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. For fuck's sake! I've never been more serious in my life. Chloe, what would it take to convince you? Das Armband hat ja später der... Ja. Das Armband hat ja später der Frank. Und ein Tattoo hat sie definitiv im ersten Teil auch nicht gehabt. Deswegen nehme ich jetzt auch das da. How about... Oh. Jetzt machen die das. Die knutschen. Na, jetzt ist aber gut.
mitten auf der Straße. Is that convincing enough? Yeah. Also wirklich. Jetzt gucken aber mal alle weg hier, ne? Holy shit. Right? What is this stuff? Vulkanasche. Nee, Quatsch. I think it's a sign. I think we should leave tonight. Really? If you want to, I'm ready. Let's go sneak some clothes and stuff for my house. For you or for me? I gotta say, my clothes look damn good on you. Cool. Let's do it. And then we'll get the hell out of Arcadia Bay. Was ist denn Careless Whisper? Ich kenne das nicht. That sounds perfect. Ach so, ist ein Lied. Dann kenne ich das bestimmt doch. James Amber, as your district attorney. Ach, der war ja irgendwie Anwalt, der Vater, ne? Ist das jetzt das Lied? Ich mach das jetzt mal nicht an. Ah, cool. Guck, höre ich mir dann später mal an. Kenne ich ganz bestimmt. Kenne einfach nur den Titel wahrscheinlich nicht. Ach ja. Oh, you're home. Rose, Rachel's home. And she brought her new friend. Our star returns. You're just in time. Dinner's almost ready. Chloe, was it? Ja, das ist es. Nailed it. I must have been pretty memorable. You were. I get the sense that you're used to making an impression. Rachel, honey, you were resplendent tonight. Thanks. Chloe, you must join us for dinner tonight. She must? I must? Of course. I made chicken a la king. I'm sure you both acted up quite the appetite. Chicken a la king? Ich bin nicht hungrig, ich bin auf dem Weg nach draußen. Ist eigentlich egal, was ich sage, ne? Sie sagt, sie will nicht mitessen. Ich nehme mal an, das ist auch noch nicht wichtig. Dann nehme ich, ich bin nicht hungrig. Oder? Ja, no thanks. I'm more of a burger a la king kind of gal. She's funny, this one. I'm aware. Chloe, I know we didn't exactly meet each other at our best this morning, but with you and Rachel becoming such fast friends, I insist you join us for dinner. Don't you agree, Rachel? Yes, of course. Chloe, would you join us for dinner? Please? of course. Yeah, was habe ich denn jetzt doch für eine Wahl? I just need to wash off. Then I'll be right down. Don't be long. In meantime, perhaps you can help me with the table, Chloe? Sure thing, Mrs. Amber. Okay, I'm gonna go pack.
After dinner, we can make our break. You cool down here? Sure. Totally. Your parents love me. They're good at coming off that way, but don't let your guard down. And, Chloe, we just need to make it through dinner. Try not to say anything that, you know... That I would normally say. Exactly. Just some quality time with the Ambers. Ah, wir haben eine Nachricht von Steph. Moment, ich geh mal raus und wieder rein. Das ist immer besser, weil dann geht das schneller hier mit den Nachrichten. Da war's. Danke für das, was du getan hast. Scheiße, freut mich, dass du hinfährst. Sag Bescheid, wenn ich irgendwie mehr helfen kann. Danke, das werde ich. Ich habe gehört, du warst im Sturm. Ja, war irgendwie eine große Sache. Das glaube ich. Alle sagen, die Aufführung war super. Du bekommst heute Medaillen für 2 gute Taten. Drew geht's gut. Mikey wird dich auf dem Laufenden halten. Oh, scheiße. Sag den beiden, dass ich sie anfeuere. Mit der Mutter reden. Nicht die Kerzen anzünden. Okay. Okay. Nicht die Kerzen anzünden. Ich versuch's. What could possibly go wrong? Na, jetzt gucken wir uns hier erstmal um. Tup-ti-dup-ti-tu. Das kann ich mir nicht angucken. Da ist James. It's like 1000 times more skeevy when the skeeviness is all polite to your face. Aber reden tue ich mit dem mal. Noch nicht. Gleich erst. Ich guck mir erstmal alles an. Hallo? Warum? Chloe? Bitte? Ah, jetzt. Rachel really was an overachiever before she met me. Glad I nipped that in the bud. Gut, dass ich das im Keim erstickt hab. Schön. Da. Brüste! Oh mein Gott. Mal schnell weggehen hier. Easy to see who wears the literary pants around here. Was ist das? Metamorphosis Books 1 bis 2. Bla bla. The, was? Bleak House von Dickens? Legal. Das da kann ich nicht lesen. Was? Wuthering? Ich weiß nicht, was das heißt. Egal. Achso, ich kann ja hier. Gesetzessammlung, Sturmhöhe, göttliche. Sturmhöhe? Alter. Göttliche Komödie, Bleak House und Metamorphosenbücher 1 bis 15. Sturmhöhe mussten wir in der Schule mal lesen. Fand ich jetzt nicht so. Ich weiß, es ist ein Klassiker, aber naja. Guess some families actually go to Paris instead of just talk about it their whole lives. Ich möchte auch mal nach Paris mit den großen Turm angucken. So. Holy shit. That's the guy who attacked Drew. I know I did the right thing. Ob das den Vater nicht stört, wenn wir uns das einfach angucken? Man, I wouldn't want to be on this guy's bad side. Oh, und da ist die Frau. Guck mal, die der Mann, die der Vater geknutscht hat. Sheldon Pike, den kennen wir doch auch schon. Das ist doch der, der uns da in dem Schuppen angegriffen hat. Der Rodney, das ist der, der an der Tür stand. Und ich glaube, dieser Peter, der hat auch mit, der war auch mit dabei, als wir dem die Flasche da über den Kopf gezogen haben. Und Damon ist halt der, der den Drew vermöbelt hat, ne? Damon Merrick, relevanter Ort, die Mühle. Eine konvertierte Sägemühle, / Club im Norden der Stadt. Verdächtig. Diebstahl, Erpressung, Vertrieb. Körperverletzung, Raubüberfall, Mord, bekannter Umgang, Francis Bowers, Sheldon Pike, Sarah Gerhardt, Gerhardt wahrscheinlich, Peter, was auch immer, Rodney Thunder Sears. Mhm. Scheint ihn nicht zu interessieren, dass wir seine wichtigen Akten lesen. I bet there's like not even a single Cheeto stuck in this thing. Kann ich den einfach benutzen? Sagen die da nichts? Doing the play was bad enough without having to read about it afterwards. Hope Drew's okay though. So, was schreiben denn die Leute heute zum Tempest?
Armand, Glückwunsch zur wundervollen Besetzung und Crew von der Sturm. Steph, es tut mir so leid, dass ich nicht da war. Ein Notfall kam dazwischen. Rachel, ich liebe euch. Juliet, es tut mir so leid. Hayden, warum tut es dir leid? Du steuerst das Feuer nicht, oder doch? Steph, Chloe hat sich meisterhaft gehalten. Logan, gibt's was Neues zu Drews Zustand? Zack, erholt sich. Wir besuchen ihn morgen als erstes. How to clear browser history, followed by a gap for all of yesterday? That's like cheating asshat 101. Poor Rachel. Was ist denn das hier alles? Arcadia Bay Golf Verkauf, The Beacon, 40 plus, gesunder Lebensstil, Incognito Tab? Fragezeichen. Wie benutzt man Incognito? Wie löscht man seine Browser-Chronik, Kleingeschäfte und Notface? Notface, das klingt wie etwas, das ich mir merken sollte. War das alles? Ja. Okay, dann haben wir hier noch eine Zeitung. They say all news is local. But ah. Damn. Not ist gleich nicken. Ist das irgendwas, was man kennen sollte? Sagt mir jetzt so. Feuer wächst trotz... Was? Nö, okay. Feuer wächst trotz Bemühungen aller Behörden. Größtes Feuer in der Geschichte Arcadias verängstigt Anwohner und stellt Autoritäten vor ein Rätsel. Ja, wenn die wüssten, dass das die Rachel war, die den Baum angezündet hat. Wie alt war der? 300 Jahre? Ich sag's gerne immer wieder. So, jetzt reden wir mal mit dem Daddy. Oder darf ich mit dem Vater reden, ohne Probleme? Muss ja mal fragen. Okay. Hi, Mr. Amber. Chloe, what can I do for you? Nischt. Du bist also Staatsanwalt, ja? So, you're a district attorney, huh? I'm your district attorney. Was? So, I can call you if I'm ever district arrested? What would you be arrested for? It was a joke. Not a good one, clearly. Was ist er denn für ein steifer Typ? Hier, Rachel ist deine Tochter. Your daughter's pretty great. Thank you. We're fond of her as well. Wir mögen sie auch sehr. You feel like she's so awesome at everything that you just wanna shake her. Yeah. Wow. Hat der einen Stock verschluckt? Der hat überhaupt keinen Humor, der Mensch, oder was? Die Story geht per se geht erst weiter, wenn der Tisch gedeckt ist und die Kerzen angezündet sind. Okay. Okay. What do you think? I thought Rachel was perfectly cast. She certainly was. We're very proud of her. I had no idea they were going to do that. Do what? I don't know the name for it. Reverse casting? Casting a woman as a man? Oh, I just meant the wizard part. I suppose that's also true. Yeah, tschüss. Duty calls. Good chat, Mr. Amber. Mm-hmm. Ja, einfach unhöflich die verdammte Zeitung wieder aufschlägt. Was ist er denn für ein Affe, ey? Was habe ich mir denn hier jetzt noch nicht angeguckt? Hier in der Ecke, glaube ich, alles. Wir setzen uns aber trotzdem mal hin, neben die Frau mit der Brust. Warum hängt denn da die Brust einfach so raus? Das geht doch nicht. Oh, so ein Stuhl muss toll sein. It's somehow way more boring and way weirder than I imagined. It's crazy to picture Rachel growing up here and being happy here, at least before she met me. Ich weiß ja auch nicht. And now I'm taking her away. Or is she taking me away? This doesn't really seem like the kind of place people run away from. What am I saying? Fuck this place. Das ist ein typisches amerikanische Vorstadtfamiliehaus, ne? Würdet ihr euch in sowas wohlfühlen? Ich weiß auch nicht. Es ist mir alles viel zu geschniegelt und sauber und ich meine, bei mir ist es jetzt auch nicht unordentlich, aber so sauber und ordentlich muss es jetzt auch nicht sein. So ein bisschen Chaos braucht doch jeder Mensch, oder? Einfach mal die Hupen baumeln lassen, ja.
Oh Gott. Stellen sich da einfach so eine Halbnackte hin. Wo könnten wir denn jetzt noch mal gucken? Ich möchte mir erst alles angucken, bevor ich hier weitermache. Holzworträtsel. Verbessern. What the Amber family considers entertainment looks a lot like what I consider homework. Sehr steril, genau, ja. Das finde ich auch. Ich mach mal nichts an dem Kreuzworträtsel, falls das wichtig ist. Rachel and I both had great childhoods. Mine just ended a little before hers, I guess. Oh, I think that's an original Who Gives a Shit. An original Who Gives a Shit ist auch gut. Ach, Chloe. Damn. Wonder if this is a family heirloom. Bestimmt. Dann haben wir hier den Tisch. Da gehe ich jetzt auch noch nicht ran. Das wird wohl gleich noch wichtig. Wie viele Schränke braucht man? Ja, genau. Man kann doch auch einfach alles auf den Boden stellen. Darf ich da an dem Kreuzworträtsel rumfuschen? Ich denke schon, ohne Probleme, oder? Wie sonst noch was zum Angucken? Eine Spüle? So clean. I bet Rose would kill it with my mom at the diner. Kann ich? Alles klar, dann mache ich das auch. Ich das kann? Wortgetreu an Alphabet. Ich kann dieses Wort nicht leiden. Ich nehme es trotzdem. Solved it. Du. Achso, das war der Fernsehsessel, okay. Was haben wir hier noch? Ein Zeitungsartikel. Something about this photo doesn't seem right. I should fix it. Okay, ich weiß, glaube ich, schon, wo das Graffiti hinkommt. Staatsanwalt James Amber greift hart durch bei Drogen. So, ja, da kann ich jetzt aber nicht ran, weil die Mutti da steht, ne? Darum geht's. Die Mutti darf da nicht sein. Analyse, ja. Hallo, Rose. Da haben wir auch noch einen Schrank. If I open this, will skeletons come spilling out? Soll ich das einfach mal probieren? Kann ja nicht speichern zwischendurch. Ich mach's einfach. Mal gucken. Can't tag this while Rachel's mom is ah, siehst du, ich sag's doch. She totally bust me. Okay, also mit der Mutti erstmal reden, sagst du, ja? Dann reden wir mal mit der Mutti. Hi, Rose. Your husband's cheating on you. Pass the ketchup. Dann rede ich mal mit ihr. Hey there, Mrs. Amber. Chloe, I'm so glad you're joining us tonight. Ja, ich rede das mal über die Aufführung. What did you think of the play? Rachel was typically amazing, but I never liked The Tempest. What did you think of it? To be honest, I only really read a couple pages. Theater's not really my thing. I guess I'm not so into saying words someone else came up with. Fair point. Then again, I'm not sure you can judge the entire art form based on the dead white men your curriculum focuses on. Damn. Shots fired, Shakespeare. Ja, und hier, Rachel. So, Rachel was pretty awesome tonight. Yes, she was. Though, to be fair, she's pretty awesome every night. I wish I were half as driven when I was her age. Me too. I get the sense that you're a force of nature yourself. I can see why the two of you get along so well. You can? Because it still seems crazy to me. Integrity, honesty, loyalty. What? It's on your lawn.
Oh, right. Sorry. I guess I'm still getting used to being an elected official's wife. Sollten wir nach dem Eheleben fragen? Ist das nicht sehr privat? Ich frag trotzdem. Ist ja Chloe. What's it like being married to the DA? Much like being married to anyone else, I imagine. But with a lot more secrets, right? Secrets? Like attorney-client privilege and all that. Well, as district attorney, he brings cases against criminals on behalf of the state. He doesn't defend them. Of course not. Ja, dann wollen wir jetzt mal den Tisch decken. Ich denke, das ist das, was ich hier tun soll. So, you putting me to work or what? Yes. If you could please take 4 plates from the cupboard and set them on the table. What if I can't? Excuse me? Oh, die sind aber alle so steif. Never mind. Mann, die verstehen ja alle überhaupt keinen Spaß hier. Was ist denn los? All right, Chloe. You've set the table without ruining someone's marriage before. So, ist das der Schrank hier? Oh, Verzeihung, wollte dich nicht unterbrechen. No skeletons. Lots of shiny dishes, though. Willi, oh, Mikey. Mikey schreibt. Moment, ich mach das wieder so. Ui. Wo waren wir denn? Ich habe eine 1 gegen Wells gewürfelt, verstehst du? Warte mal. Vergiss es, ich glaube, das hier hat man schon gelesen. Du wurdest verwiesen, tut mir leid. Steph sagt, du bist ein Nerd. Hey Chloe, Drews OP ist zu Ende. Er hat Schmerzen, ist aber okay. Heilige Scheiße, Mikey, es tut mir so leid. Ist okay, du bist bei mir geblieben. Außerdem hast du unser Geld gerettet. Wir schulden dir was. Wünschte, ich hätte mehr helfen können. Hey Steph, sag, du warst in der Aufführung, was? War ein geschäftiger Tag, wie die meisten Helden. Ah ja. Was bei Hey Chloe? Ah, ja. Ah, okay, ja. Ja, das kommt bei mir mal, das ist ein bisschen später an. Tut mir leid, wenn ich da manchmal zu spät reagiere. Im Buch müsste man demnächst auch mal wieder lesen. So, dann nehmen wir mal hier die Teller. It's off to the table with you. Und die sollen auf den Tisch. Ach, den habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Everything about this house is nicer, cleaner, better and more expensive than mine. Which isn't saying much, but still. Ja, dieses Internet. Was ist denn das? Krach doch die Teller da nicht so hin, Mädchen. Gehen doch kaputt. Wahrscheinlich musste sie das zu Hause noch nie machen. Was ist denn, Mama? Oh, immer nervt irgendwer. Wo waren wir denn? Vielleicht brauche ich meine Tochter. Kannst du David mal für eine Sekunde vergessen? Denk an mich. Da waren wir schon. Vielleicht brauche ich nur meine Ruhe, okay? Vielleicht brauche ich meine Tochter zurück. Chloe, die Mutter von Justin Williams, hat mich gerade angerufen. Du warst Teil der Aufführung? Das hätte ich gern gesehen. Ist einfach irgendwie passiert. Ich weiß, es war in letzter Minute. Es freut mich, dass es dir gut geht. Es wäre schön, dich heute Abend zu sehen. Kommst du nach Hause? Bitte, Chloe, ich vermisse dich. Nein, ich esse bei Rachel. Gezwungenermaßen. Tschüss. Ja, knall doch die Teller da nicht so hin, wollte ich sagen. Die gehen doch kaputt. Das ist doch feines Meißner Porzellan wahrscheinlich. Keine Ahnung. Haben die in Amerika Meißner Porzellan bestimmt? So, jetzt. Yes, Chloe? Was kommt als nächstes? Plates? Check. Anything else? Actually, could you be a dear and ask Mr. Amber what he'd like to drink with dinner? Aber selbstverständlich. I will be a dear. Talking to James. As long as I can avoid using the words cheating and scumbag, I should be fine. So, Mr. Amber. Something else? Was willst du trinken, Alter? What's your vice, Mr. Amber? I'm sorry? Oh, Gott. Your wife wants to know what kind of drink you're having. Ah, let's say sherry. Ja, war ja so klar. Okay. 1, 2, 3, sherry. Chloe. Comical.
Chloe, maybe you can help me understand something. I'll give it a shot. Rose and I, we're worried about Rachel. Yesterday was so unlike her. What do you suppose is going on? Außer Ihnen? Ich sag mal außer mir, aber wenn ich jetzt außer Ihnen sage, dann... Naja. Besides all my bad behavior rubbing off on her, you mean? Another joke. You tell me. It seemed like you and Wells were happy to believe that this morning. And you were all too eager to play into our expectations. In my experience, that's a tactic people use to cover for someone else. Rachel is her own person. She's responsible for her actions. I'd be lying if I said I didn't have concerns about your friendship, but perhaps you're exactly who Rachel needs right now as she navigates the choppy waters of adolescence. Was ist das für ein Wort? Was ist das für ein Wort, was er gerade gesagt hat? Thanks. Ich kann das gar nicht aussprechen. Adoleszenz oder so? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das letzte Wort, was er gesagt hat. Ich glaube, es war Adoleszenz oder irgend sowas in der Art. Also, Sherry. Pubertät, Das Wort dafür kannte ich jetzt noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Nur alte Tanten trinken Sherry. Egal. Naja, und Markus. Yes, Chloe? The boss man would like a sherry. Thank you. The glasses are in the china cabinet. You can place one at his setting. Nicht, was supposed war es to get dann? To China? Portwein, genau. Stimmt, so war das. It's the fancy looking cherry, cabinet, cherry lady. Right? You got it. Ich habe nicht aufgepasst, was sie jetzt geredet haben. Ich war zu abgelenkt von euch wieder mal. Stimmt, es war Portwein, nicht Sherry. Entschuldige bitte. Ich wollte dir hier nichts unterjubeln, was du natürlich nicht tust. Guck mal, hier steht noch so eine. Aber die hat ihre Brüste wenigstens bedeckt. Also, ein Portweinglas. Wie sieht denn... Quatsch, ein Sherryglas. Wie sieht denn ein Sherryglas aus? Damn. The ambers are fancy as shit. Ich würde ja eins von den kleinen... quasi Weingläsern da nehmen. Yeah, mal angucken. Sherry Glass. Ja, yeah, über meinen aber auch, meine Liebe. Ich würde, wie gesagt, eins von diesen kleinen Weingläsern nehmen. It's the triangle shape one. Das dreieckige. Basic shapes. Now you're speaking my language. Ich hatte recht. Ich habe ein Glas. Was ist denn sein Platz? Wahrscheinlich hier vorne. Oh Gott, hat die das gerade an ihrem Hintern abgewischt? Mann, Chloe, du doofe Nuss. Was zur Hölle? Hätte ich das vielleicht nochmal abspülen sollen? Jetzt muss ich mir bestimmt noch die Hände waschen. Sonst könnte ich doch die Spüle da nicht benutzen, wetten? Hände waschen vor dem Essen nicht vergessen. Yes, Chloe? Noch mehr? What else? Feel like I'm getting good at this. Only one last step. As our guest, you may do the honor of lighting the candles. The lighter is in the... It's cool. I've got my own. Oh! You never know when you'll need to light a candle. Right? You are a paragon of preparedness. Thanks. I think. Time to light some candles and bless this joint up a bit. So, jetzt aber. Ran da an die Buletten. Finally. Mrs. Amber has her back turned. Time to fix this photo. Frankensteins Monster oder Graf Dracula, meine Freunde? Lasst euch einen Moment Zeit, ich trinke mal einen Schluck Tee.
Graf Dracula also. Zwei Leute möchten den gern. Froni, was magst du? Auch Dracula? Froni überhaupt da? Oder häkelt sie wieder? Sie ist duschen. Okay, dann sagen wir mal, sie will auch Dracula. Geht ihr einfach duschen in meinem Stream? Was fällt dir ein? Good. Was? I suck. Das möchte ich mir gerne angucken. Haben wir jetzt alle Fotos? Fotos, ja, weil wir mal Fotos machen mussten im anderen Teil. Alle Graffitis? Ja, haben wir. Wunderbärchen. Da sind wir ja gleich durch hier mit der Chose. Chose mit TSCH. So, wunderbar. Überlege gerade, ob ich eventuell mal fix ein bisschen vorlese. Nee, mache ich dann am Ende. Erinnert mich dran, dass ich das noch machen will. Jetzt vergesse ich das wieder. So, gut, dann können wir jetzt die Kerze anzünden. So. Und da gibt's lecker Happy Happy. Was war's? Chicken à la King. Hat das schon mal einer von euch gegessen? Was ist das? Ich möchte das bitte auch mal essen. And fire. Ich mag ja gern Chicken. What could possibly go wrong? Wobei, eigentlich esse ich immer gerne gleich, anstatt mir das schicken zu lassen. Oh, der war schlecht. Apropos Fotos, Pokémon Snap ist nichts für dich. Man kann keine Selfies machen. Oh. Oh, ich finde Familiendinner so, eigentlich Chloe, immer anstrengend. Are you and Rachel in any of the same classes? Nicht mehr. Also, hat die jetzt gefragt, ob wir in irgendwelchen Klassen zusammen, also irgendwelche Kurse zusammen haben quasi? Ich weiß das gar nicht. Haben die Kurse zusammen? Was, sie meinte Burger à la King und damit meinte sie Burger King. Ja, Familienessen finde ich immer anstrengend. Also mit meiner Familie sowieso, weil die alle immer so schreien. Da kannst du neben keinem sitzen, weil die alle laut sind. Bei Philips Familie geht es eigentlich, finde ich, immer ganz, ganz angenehm, muss ich sagen. Was war denn die Frage? Ich nehme jetzt einfach mal hier das. Not since this morning. Oh, gosh. I'm so sorry. No, that's cool. We're not. What about that fire? Dinner's really good, Mom. Thank you, Rachel. The way the fire spreads so fast, I've never heard of anything like it. Es ist beängstigend, es ist seltsam. Machen wir mal beängstigend. Ich denke, sowas wollen die hören. It's scary. After those floods upstate, I was overjoyed we had less rain this year. Who knew a spring drought could be even more dangerous? You never know where a deadly spark will come from. It's certainly troubling. The latest report from the commissioner's office suggests arson. Arson? Why would anyone do that? Any number of reasons. With everything going on in the world today, even a town like Arcadia Bay isn't immune to the ills of society. I cannot imagine how difficult these last few years have been for you, Chloe. Now that you and Rachel have become friends, I want you to know that our home is always open to you. Cool. Thanks. Well said, dear. It's imperative in such troubled times as these that we remember what is most important to us. Family. Oh, jetzt dreht sie gleich durch. Family is not merely a gift. It is a responsibility. As such, those we love must be cared for and never, ever taken for granted. Oh. Ich möchte ihn gerne attackieren, aber eigentlich ist das, glaube ich, nicht eine gute Idee jetzt, oder? Ich weiß auch nicht. Hallo übrigens erstmal. Schön, dass du da bist. Blumentopf-Vampir. Ich mag ja diesen Nickname, ehrlich gesagt. Ja, hallo. Oh, ich möchte den nicht attackieren. Ich weiß nicht, ob sie das so gut findet. Nein, ich beruhige sie mal, oder? Die dreht doch hier gleich durch. Und ich möchte mich aber eigentlich auch nicht mit ihrer Familie anlegen. Nee, ich mach das mal so. Yeah, that's super true.
And also remember, Rachel, that even when shit's like the lamest ever, you can always run away from whatever's bothering you. As long as you just keep calm. An interesting philosophy, Chloe. Yes, indeed. Not one that I would endorse, however. I favor confronting my problems head on. Als ob! But to each their own, I suppose. Oh, fucking blow me. Rachel! Oh, erklären wir es jetzt oder lenken wir ab? Eigentlich ist es ja nicht unser Ding hier, ne? Was da passiert. Komm, wir versuchen mal. Ah, crap. I'm so clumsy. Rachel, can you come help me find another Stop fork? It, Chloe. Okay. I Shall can't we? Sit here and listen to this bullshit anymore. Rachel! Stop it, Dad! You're a hypocrite! Okay? I know! You lying, cheating piece of shit, motherfucker! Excuse me? We saw you yesterday at the Overlook. James? Kissing that woman. James. Rachel? Honey, whatever you saw or think you saw, I know it's hard, but I need you to trust me. Glauben gesehen zu haben? Ja, wir haben es ja gesehen. Was? Vielleicht sollte ich mir... Meinst du, was ist denn ein VTuber oder meinst du YouTuber? Aber ja, das wäre eine nice Idee. Ein Blumentopf-Vampir. Das würde ich gerne mal sehen, wie das aussieht. Ja, wir glauben das ja nicht. Wir wissen das ja. Der hat die ja geküsst. Wobei man aus bestimmten Blickwinkeln ja auch denken könnte, jemand hat jemanden geküsst und es ist gar nicht so. Nee, ich weiß auch gar nicht, was das ist, VTuber. Ehrlich gesagt. Kreis, okay. Ja, immer mit der Ruhe. Are you trying to gaslight us? There's no thinking involved. We saw you locking lips with some other woman. Best part is, she and I use the same drug dealer. That's enough. You are not welcome here or around my daughter any longer. I know exactly what kind of person you are from the moment I saw you, and I let my wife's compassion get the better of me. Oh? What kind of person is a that? A delinquent. A broken girl from a broken home. Wow. That's enough, James. I will not have you continue to speak to her like this. Ah, danke. Was zur Hölle passiert denn hier gerade? Oh, Rachel dreht gleich ab. Jetzt geht's rund. Oh. Oh, die ist den ganzen Tisch zertrümmert. Stop lying. Stop being a politician for one fucking minute. Can't you just be my dad? Wow. Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. Was? Was? Ich verstehe, okay. Ich gucke mir das nachher trotzdem noch mal an, was du mir da geschickt hast, Markus. Alles klar. Was, das ist ihre Mutter? Die ist adoptiert. Mann. Oh, kriegt er jetzt auch aufs Maul? Hoffentlich nicht. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong.
the lovers that went wrong. Warum hat sie denn eigentlich zu Hause auch immer ihre Diner-Schürze um? Fällt mir da gerade mal so auf. Warum ist die denn in den verknallt? Das ist so ein Arschloch. Das war Kapitel 2, Freunde. Darum tragen Milliardäre immer Monokel und Zylinder, damit man ihren sozialen Stand erkennt. Ja. Nein, nur der Mann von Monopoly trägt Monokel und Zylinder, Mann. Wenn das Kind beim Vater lebt, muss der es nicht adoptieren. Ja, aber wer sagt denn, dass er der Vater ist? Das hat er ja nicht gesagt. Er hat nur gesagt, dass sie ihre Mutter ist. Aber kann schon sein, ne, dass er trotzdem der Vater ist. Stimmt schon. Hier, das würde ich gerne mal beenden, danke. So, wie war es denn hier? Ich kann jetzt leider nicht gucken, wie das bei euch war. Du hast die Schuld für Rachel auf dich genommen. 74% haben das auch gemacht. Mhm. Okay. Ja, ich bin immer so mit der Mehrheit, ne? Hast du auch gemacht? Bei den anderen Sachen so? Auch so die Entscheidungen getroffen oder hast du das Geld zurückgegeben? Behalten, meine ich. Taschen hast du nicht geleert, okay. Würde mich jetzt interessieren, was Felix gemacht hat, aber der ist ja heute nicht da. Naja, gut. Wir machen mal weiter. Nächste Kapitel. Nächste? Ah, hier geht's noch. Oh. Ach so, das ist vom ersten Dingens hier, ne? Oder was ist das hier? Ist das immer noch alles das Gleiche? What the hell? War das bei dem anderen auch? Dass das so viel war? Samantha gesagt, Nathan Raum zu geben? Aber das haben nicht viele gemacht, ne? What the dunkel. Nun ja, wir wollen mal weitermachen. Gut, nächstes Kapitel. Shit. Shit. Warte jetzt einfach mal die paar Sekunden. Gut. Previously on Life is Strange Before the Storm. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. There is plenty of blame to go around. What does that mean? You forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. In a million years, I never thought you'd choose David over me. Hey! Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Drew runs Oxy for Damon. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Whatever you do, don't open the door. Oh, I want my fucking money! Juliet is way late.
That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our aerial. No fucking chance. I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes. Let's leave. For real, if you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. What would it take to convince you? Why can't you just tell me the fucking truth? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. Wie die einfach den ganzen Glastisch zertrümmert hat, meine Fresse. Wow. I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Of course. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah. Your birth mother. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Chloe. Ich bin hier. I'm right here. Good. I need you. Wende dich dem Fernglas zu und drück X, um dich zu Rachel zu gesellen. Okay, warum erklärt's mir das jetzt? Es steht doch da. Na egal. Na dann... In high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. She was so alive, so passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families, Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. Mm-hmm. When Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Becoming your father. It's the greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind.
however much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. For over a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. That no matter what happened, she would never do anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied. Anyone or anything. Even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. What you saw at the Overlook, Rachel, it was true, we kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. But after all the people she hurt. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again. And again, to keep you safe. So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I send her money. Every single month. It's our arrangement. But now she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. Ja, eigentlich darf er das nicht entscheiden, ne? Wow, das ist ja mal eine Story. Ich kann ihn verstehen, dass er sie von einer drogenabhängigen Mutter wohl offensichtlich weggeholt hat und nicht möchte, dass sie die Tochter sieht. Aber im Endeffekt ist die Rachel alt genug, das selbst zu entscheiden, ob sie ihre Mutter sehen möchte oder nicht. Er hat sie jetzt lang genug vor ihr verheimlicht schon. Ich sag mal... You think you have the right to decide that for her? When I left Sarah... When I took Rachel away, I truly believe I saved her life. And I will continue to protect her no matter what. Ja, das kann er ja tun. But maybe she's different now. I mean, people change, right? Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel. I think I need to lie down.
Das ist halt eine schwierige Entscheidung. Ich kann ihn verstehen, er möchte sein Kind beschützen. Er kennt die Sarah wahrscheinlich besser als jeder andere, ne? Er hat ja eine lange Zeit mit ihr gelebt. Aber trotzdem ist es ihre Entscheidung, ob sie sie sehen möchte. I can't leave Rachel to deal with this alone. Ja, ich guck da gleich nach. Letztendlich ist es ihre Entscheidung, ob sie ihre Mutter sehen möchte. Und ja, vielleicht hat sie sich verändert, vielleicht aber auch nicht. Aber das muss Rachel für sich rausfinden, für sich ganz alleine. Und das hat er nicht zu entscheiden, so finde ich. Auch wenn er sie beschützen möchte. Er kann sie ja beschützen, auch weiterhin. Deswegen darf er ihr das nicht verbieten. So, was ist denn jetzt hier? Ja, das müssen wir nachher auch mal lesen. Halt, stopp, haben wir hier jemand Neues? Ah ja, die Sarah. Die hatten wir vorher nicht. Was kann man über eine Frau sagen, die so mysteriös ist, dass ihre eigene Tochter bis jetzt noch nie von ihr gehört hat? James erzählte uns, dass Sarah drogenabhängig ist und sich auf eine Menge verrückte Scheiße einließ. Und mit Drogen meine ich Überdosis und Tod in einer Gasse. Nicht raucht mal einen Joint und guckt dabei Anime. Als Rachel ein Baby war, nahm sie Drogen, statt sich um Rachel zu kümmern. Die Dinge wurden so schlimm, dass James Rachel davon wegbringen musste. Das Komische ist, selbst als James von Sarahs furchtbaren Taten sprach, wirkte er immer noch auf sie fixiert, würde ich mal sagen. Man konnte sehen, welche Macht sie über ihn hat. Tatsächlich konnte ich nicht anders, als an Rachel zu denken, als er davon sprach, wie beliebt und faszinierend Sarah war. Ja, sie ist ihrer Mutter sehr ähnlich, offenbar, ne? Sie sieht ihr ja auch ähnlich. Jetzt so im Nachhinein betrachtet, wenn ich mir sie so angucke, sehen sie sich ähnlich. Und wohl vom Charakter her sind sie sich auch ähnlich. Ob James es auch sieht? Vielleicht hat er deshalb solche Angst vor ihr. Jedenfalls ist Sarah jetzt in Arcadia Bay und will Rachel treffen. Nachdem sie jahrelang James Geld annahm, um wegzubleiben, will sie plötzlich eine Beziehung zu ihrer Tochter. James wirkt skeptisch, kann ich verstehen, durchaus. Und Rachel? Ich kann mir nicht mal vorstellen, was sie gerade durchmacht. Ja, genau. Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit, kommt ja erst im November, glaube ich, oder so. Also es ist ja noch eine Menge Zeit, bevor das kommt. So, dann wollen wir mal gleich gucken, was wir hier für Graffitis haben. Land der Freaks, Folterplan, schmieriger Schleim, Porträt der Überlebenden, tägliche Schwanzfotos. Ja, Ende November eben. Also da ist ja noch ein bisschen Zeit. Was noch? Was noch? Snackbox, leere Leinwand, Schreibtisch des Staatsanwalts. Ah, brüderliche Extremität. Unbeachtete Warnung, okay. So, ein Ort fehlt uns noch. Und eine neue Gruppen-SMS haben wir hier. Ist das ganz neu? Rachel und Chloe, wo seid ihr zwei? Wir sind auf der Party der Besetzung. Ich habe Rachel schon 8-mal getextet. Hey, ich glaube nicht, dass wir noch kommen. Chloe, du solltest kommen. Yeah, Chloe, du warst großartig, Süße. Hey, Chloe, super gemacht. Danke, aber ich kann nicht. Aber du warst umwerfend. Ich gebe sogar zu, dass Mr. Keaton ein wenig enttäuscht gewirkt hat, als ich aufgetaucht bin. Im Ernst, komm einfach. Bring Rachel mit. Tut mir leid, Leute. Ah, tägliche Schwanzfotos, ja. Ja, mal sehen, was das noch wird. Haben wir sonst noch was von Mama vielleicht was Neues? Nee. Ich glaube, sonst ist nichts neu. Ja, naja, weiß nicht. Sollen wir jetzt hier... Die Sachen haben wir uns ja alle schon mal angeguckt. Können wir noch mal auf den Computer gucken? Ist da was Neues? This show feels... This is so painful to look at. Nee. Ich rede noch mal mit dem James. This must be hard for you too, Master Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. So that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. Ja, ich kann ihn ja verstehen, weil er das eben alles miterlebt hat, dass er da Angst davor hat. Aber ja, sollte Rachel das nicht selbst entscheiden?
Ja, seine Stimme, er hört sich an, als hätte er einen Stock verschluckt einfach. But shouldn't that be up to Rachel to decide? Rachel is curious and determined. She's always going to Rachel want to know Rachel took more. That pretty hard. I can believe that. She won't be concerned okay. about her own safety. She never has been. Do you think Sarah is involved with any of the drug dealers around here? It wouldn't surprise me if she were. That's who she is. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. Als ob sie irgendwas anderes tun würde. Versuchen Sie es mit der Wahrheit oder das werde ich. Tja, hier, ich sag jetzt aber wirklich mal, er soll zwar mit... Ich meine, er hat ja jetzt schon so die Wahrheit gesagt, aber vielleicht hat er ihr nicht klar genug gemacht, wie schlimm es gewesen ist. Also ich sag mal das. Maybe try the truth for a change. What do you mean? Well, you did lie to your daughter for 15 years. This is true. And that's why I need your help. I only care I should check about on Rachel. Rachel, Chloe. Chloe, du sollst doch zuhören. I care about her too, you know? I know. Thank you. Quatscht die da so in Gedanken immer schön drüber, was zur Hölle. Wo ist denn die Mutti da hinten? Ich möchte nochmal mit ihr reden. Und das Chaos guckt man sich ja auch nochmal an. Ja, den Glastisch, den können sie jetzt wegschmeißen, ne? Außer sie finden einen guten Glaser. Kracht ihn einfach die komplette Platte kaputt, meine Fresse. Mädchen! Holy shit. Rachel completely destroyed that table. Jupp. So, ist denn hier gleich ein Graffiti irgendwo? Ich hoffe nicht. Ihr das Familienfoto ankritzeln. Nee, wir gehen mal noch zu Rose und reden mit ihr und dann gucken wir mal, was die Rachel macht. Also, ich denke mal, aus unserem Fluchtplan wird hier heute nichts mehr. I can't even imagine how she must be feeling. Was ist eigentlich... Kann ich hier das Telefon... Nee, was steht hier eigentlich an der Wand? Was? The more things you learn to like, the happier you will be. Also, umso mehr Dinge du lernst zu mögen, umso glücklicher wirst du sein. Ja, ich weiß ja auch nicht. Sollte man Dinge nicht aus eigenem Willen mögen und nicht lernen, sie zu mögen? Na gut, reden wir mal weiter. Better head upstairs. I don't think ja, ich gehe gleich, ich gehe gleich. Ich will noch mit der Mutti reden. Hey, Mrs. Amber. I think it's Rose at this point, considering everything. Okay, Rose. Tut mir leid wegen heute Abend. Kann ich irgendwie helfen? Uns muss das ja nicht leid tun. Do you need any help with... Anything? That's very kind of you. Could you get out the broom for me? Ja, sicher. It's in the breezeway. Door to the left of the fridge. Natürlich machen wir das. Wenn es nur das ist, einen Besen zu holen, dann kriegen wir das doch hin. Jetzt haben wir da das Bild angemalt, ne? Hey. Cool graphic. Rachel was really getting rid of this. Nimmst du das mit? Ja, nimm was mit. Mrs. Amber, could I have this? Oh, sure, Chloe. Rachel was going to give it away anyhow. Thanks. Einfach mal ein schönes T-Shirt abgegriffen. Geht doch auch cool. So, nimm das mal mit. Tür zu. Kann man die wieder zumachen? Nee, lässt sie einfach offen. Egal. So, da haben wir deinen Besen, Rose. Here you go. Thank you. I'm really quite glad that you're here. Ja, ich auch. I'm glad too. You've had to cope with much worse, I know. I'm grateful Rachel has someone as strong as you.
How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be pretty awkward, I'd imagine. Super seltsam, mir geht's besser als Rachel. Aber das wage ich zu bezweifeln, dass es dir besser geht. Du hast ja deine eigenen Probleme, Mädchen. Ich nehme mal das. I guess I'm not great. Rachel and I were really happy a few hours ago. And now... Maybe you can see why James wanted to keep this a secret. Nö. There are many painful things about Rachel's past, including my own role in hiding the truth. Sarah hat das Geld vorgezogen, James hat gelogen. Ich kann beides nicht gutheißen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, sie hätte es verdient gehabt, die Wahrheit schon viel eher zu erfahren. Aber es ist halt auch nicht gut, dass die Mutter nur das Geld wollte und jetzt plötzlich mit ihr Kontakt möchte. Vielleicht hat sie sich verändert und vielleicht musste sie erstmal ihr Leben in den Griff kriegen und hat sich deswegen nie gemeldet. Ich weiß es nicht, was nehme ich denn? Puh. Ich denke mal, das wollen die eher hören. Sarah shouldn't have taken money over seeing her daughter. You know, I am so thankful to her that she did. It gave me the opportunity to be Rachel's mother. I never knew how much I could love someone until I had Rachel. But hearing the truth after all these years, yeah, hurt Rachel more than anything. I'm not happy with James for the whole way this came out. You're not happy with James? What about what he did at the Overlook? It might be hard for you to understand, but after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me or James. Rachel's the one who needs you right now. Do you think Sarah is dangerous? I've never met her, so I don't know. But I'm inclined to trust my husband. His entire life is about keeping people safe. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin auch geneigt, ihm zu glauben, dass sie gefährlich sein könnte. Wie gesagt, er kennt sie von allen Beteiligten jetzt hier wohl am allerbesten. Und Chloe hat die Sarah ja auch bei Frank gesehen. Wenn sie nicht Drogen bei ihm gekauft hat, was wohl dann? Was hat sie bei ihm getan, ist die Frage. Ja. Also ich bin auch geneigt, ihm zu glauben, deswegen ist es aber trotzdem nicht seine Entscheidung. Punkt aus. So. Doobie-doo. Show Rachel that I'm here for her. Das ist also Rachels Zimmer, auch sehr ordentlich. Ordentlicher als Chloes Zimmer auf jeden Fall. Tapeten gefallen mir. So Tapeten hätte ich vielleicht als Kind auch gehabt oder als junges Mädchen. So. Was haben wir denn hier? Drücke und halte L2, um dein derzeitiges Ziel zu überprüfen. Aha.
Rachel da sein, na gut. Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Nichts ist unmöglich, das Wort selbst enthält möglich, Audrey Hepburn. Der Anfang ist immer heute, Mary, was, Wollstonecraft? Denken wir das Undenkbare, lösen wir das Unlösbare, machen wir uns bereit, mit dem Unaussprechlichen zu ringen und finden wir heraus, ob wir es nicht doch versauen können. Douglas Adams, ist es recht, dass diese trostlose Welt ich soll verlassen und dein gerechtes Utopia suche, das ich nie finden mag? Henry Kendall, Kiss Me Kate in der Promenade und Once Upon a Time im Forum des Paradiso, die Glasmenagerie im Weber Theater. Okay, als sie sich hier so Motivationssprüche quasi an die Pinnwand gehängt, nehme ich mal an. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Mhm. Good luck. Rachel's surrounded by so much love, yet she seems so... Oh, schöne Schrift. Alone. An unsere wundervolle Tochter für den Abend ihres ersten Auftritts. Hals- und Beinbruch, wir lieben dich, Mama und Papa. Ja, die sind ja, weiß nicht, ne, die lieben sie schon sehr. Aber so eine Lüge über 15 Jahre, oder ja, genau, über 15 Jahre aufrechtzuerhalten, das ist schon hart. Und ich meine, haben sie gedacht, dass sie das nie rausfinden wird? Irgendwann haben sie es ihr doch sagen müssen. Rachel needs two signs to contain her awesomeness. I shall call her Lion Crab from now on. Löwe, Krebs, Scheitelpunkt. Krebs, Löwe. Stärken: kreativ, leidenschaftlich, liebevoll, hingebungsvoll, diplomatisch. Und Schwächen: egozentrisch, sprunghaft, besitzergreifend, dramatisch. Ah ja. Was haben wir hier? Cool White. Oh, sowas habe ich auch. This light needs more light. Wo war der denn oder wo ist er denn? Hier im Zimmer? Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. Okay, nein, dann habe ich ihn noch nicht. Lass mich noch ein bisschen suchen. The yin and badass yang of Rachel Amber. Was haben wir denn hier? Denk zuallererst daran, dass du geliebt wirst. Sei zuallererst gewappnet, Machiavelli. Okay. Ja. Eine Sporttasche haben wir hier noch. So close to making our break last night. Now, I don't know. Was ist das für ein Ding? Enneagramm? Is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? No? Was ist denn bitte ein Enneagramm? Oder habe ich das falsch ausgesprochen? Typ 4, der Individualist. Kreativ, sensibel, unabhängig. Neigt zu Melancholie und Maßlosigkeit. Das Beste für einen Typ 4 ist es, von den Gefühlen der Vergangenheit abzulassen und sich auf das Potenzial, das die Zukunft bereithält, zu konzentrieren. Sie scheint ja so ein bisschen wohl ein spiritueller Mensch zu sein. Hier mit diesem Enneagramm und dann auch das Horoskop, sag ich schon, mit diesem Sternzeichen-Dingen nennt's da. Hey, you always be safe. Sure. But from who? May you always be safe, love, dad. Damit du immer sicher bist, in liebe Papa, da ich ihr so ein Medizinkästchen da, oder Kasten wohl eher, geschenkt. Was haben wir denn da drin? Ich denke mal, da wird keine Medizin drin sein. Ach Gott, ist quasi, wenn sie campen waren, oder was? Moment, was haben wir denn da alles? Rachel might not survive her family, but at least she'll survive the zombie apocalypse. Aha. Die Taschenlampe nehme ich mal mit. Das sieht gut aus. Meine Güte, Mutti.
Ach komm, machen wir das mal wieder so. Ich weiß, wo wir hier waren. Bitte, Chloe, ich vermisse dich. Chloe, schließe nicht ab, falls du deinen Schlüssel vergessen haben solltest. Die Mutti ist so eine Liebe, ne? Und obwohl Chloe sie immer so scheiße verhält, ist sie immer noch so eine Liebe. Bitte komm nach Hause. Es ist auch egal, wenn es nach der Ausgangssperre ist. Mama, ich kann gerade nicht. Bitte. Oh, erklär ihr doch wenigstens, was los ist. Ganz kurz nur. Ich meine, die macht sich doch Sorgen. Wieso ist sie denn immer so ein Arschloch zu ihrer Mutter? Was haben wir denn hier noch? Sie kramt hier einfach in allen Schubladen. Ist auch interessant. Nein, ich weiß, wie ich die Story trigger. Ich muss das Licht da an die Lampe halten. Ich denke, dann geht's weiter. Deswegen gucke ich mich erstmal um. Sonst finde ich das Graffiti ja auch nicht. I just don't want to. Ich könnte auch solche Noten haben. Ich will bloß nicht. Ich könnte ein guter Mensch sein. Ich will bloß nicht. Leistungskurs Latein. A. Personifizierte Exzellenz. Das amerikanische Erlebnis. A. Ausnahmslos, einsichtsreich und engagiert. Oder engagiert heißt das Wort. Literatur des 20. Jahrhunderts. A. Unermüdlich in Geist und Seele. Leistungskurs Biologie. A. Eine absolute Spitzenschülerin. Theater. A. Sie liest das Licht von Dionysus, hell erstrahlen. Sport. A. Makellose Beteiligung. Wow. Waren sich gute Noten. Enneagramm vom Altgriechischen zeichnet ein neunspitziges esoterisches Symbol, das als grafisches Strukturmodell 9 als grundsätzlich. Was? Oh Gott, oh Gott. Miteinander in Beziehung. Okay, das muss ich in meinem Kopf erstmal sortieren. Wer immer wissen will, was das ist, kann da gerne mal nachlesen. Gucken wir mal hier noch auf dem Laptop. Something Miss Arcadia doesn't. Weird. Liebe Miss Arcadia, was ist wirklich mit dem Feuer im Norden der Stadt los und wann kommt es hier runter und fackelt uns alle mit einer feurigen Umarmung des Todes ab? Ich frage für einen Freund. Bros before Brownie, Brownies, oder Brownies? Nee, Brownies soll das wohl heißen. Erster Guy Forget. Erster King Waltz. Nein, King Waltz. Brach das Feuer nicht einen Tag, nachdem Firewalk hier spielten, aus? North Coaster. Das ist ein kurioses Feuer, meine Freunde. Quellen im ABFD sagen, sie haben so etwas noch nie gesehen. Keine Ahnung, wie es begann. Keine Ahnung, wie es so lange brennt. Ein absolutes Mysterium. Setzt eure Hüte aus Alufolie auf und spekuliert. Ask Miss Arcadia. Ein Drache mit Streichhölzern wurde auf die Stadt losgelassen. Dead Fan. Prescott's, 50% ernst gemeint. Lady Aphrodite, keine Ahnung. Warum nur 50%? Die Prescott's sind scheiß zwielichtig. Traust du es denen zu? Sie hatten vermutlich belastende Beweise zu verbrennen. Oder sogar Leichen. Ganz abgesehen von den Chemtrails, die sie in der ganzen Stadt verteilen. Höchst entzündlich. No for thing forever? Oh, keine Ahnung. Ockhams Rasiermesser, Leute. Nur ein paar Kinder, die im Wald kiffen. Was das Seltsame angeht. Diese Stadt ist seltsam. Was gibt's sonst noch Neues? SSZ? Was? Aber warum männliche Models, Lady Aphrodite? Die Stadt wurde auf einen Indianerfriedhof gebaut oder etwa nicht? Sagt King Waltz. At King Waltz Friedhof der amerikanischen Ureinwohner. Und nein, wurde sie nicht. Burn, kapiert? Guy Fawkes. Vorheriges Thema, Legalisierung von Marihuana in Oregon, wie ihr euch beteiligen könnt. Und nächstes Thema, Anstieg der Blackwell-Gebühren steht kurz bevor. Bronies, männliche My Little Pony. Friendship is Magic Fans. Sowas gibt's. Wow. Interessant, für was es alles einen Namen gibt. Irgendwie. So. Merkwürdige Sachen gibt es. So, guck mal, was ich gefunden habe. Erstmal angucken. Rachel's always made being an A-Student seem so easy. Almost sad to see all this effort. Freitag, 7.5.2010, Biologie, Seite 247 bis 259, Labornotizen, Theater, Probe im Kostüm, Überprüfung der Schauspielerplatzierungen, des Einsatzes der Lichter etc. Englisch, HDF, don't know what that means.
188 bis 244 und das amerikanische Erlebnis, Stichwort für einen Aufsatz, ca. 3 bis 5 Seiten und Latein Konjugationsarbeitsblatt, Vokabelliste 1 bis 18. So, dann wollen wir mal ihren Kalender ein bisschen verschönern mit... I think Rachel could use another subject. But which one? Anatomie oder Kräuterkunde? Ich bin für Kräuterkunde, was sagt ihr? Okay, haben wir 2 für Kräuter, 3 für Anatomie. Dann nehmen wir Anatomie. Und warte, was steht da? My Little Pony Friendship is Magic war halt die Neuauflage von My Little Pony. Und am Ende war die Main Audience, glaube ich, Perle im Alter 20 bis 40 und nicht kleine Girls oder so in der Richtung. Aha, interessant. Ich habe früher als Kind mal My Little Pony geguckt und ich fand es furchtbar, dass sie Derpy rausgenommen haben, weil ich das absolut diskriminierend finde. Aber gut, nehmen wir also Anatomie. That's the one. That's where the babies come from. Show and tell. Show and tell finde ich gut. Oh man, Chloe. So, mit Rachel reden wir jetzt noch nicht. Was haben wir denn hier? Hard to believe the show was only a few hours ago. Seems like everything has changed since then. Ja, aber mein Gott, es gibt ja für alles ein Publikum. Und wenn Leute das gut finden, sollen sie es doch gut finden. Aber ich finde es halt schon sehr diskriminierend, ein quasi behindertes Pony aus der Show zu nehmen, weil es behindert ist. Das finde ich den behinderten Menschen gegenüber halt irgendwie diskriminierend. Warum soll man es rausnehmen? Es ist halt speziell gewesen, mein Gott. Ja, Derpy war einer der Lieblinge, richtig. Es ist halt, ich find's nicht gut. Wie gesagt, jeder soll ja gut finden, was er möchte, aber das finde ich eben nicht gut. Ne? I could combine the flashlight and the nightlight. Ja, mach mal gleich. Ja, retten wir mal eine der Rosen. At least she'll have something from tonight. Ja, wäre wie SpongeBob ohne SpongeBob, ganz genau. Oder wie SpongeBob ohne Patrick. Der ja auch irgendwie doof ist, aber trotzdem gehört er dazu, ne? Und wird nicht rausgenommen, weil er halt doof ist. Keine Ahnung, ich finde das nicht gut. Even you, Willy, couldn't come up with the tragedy Rachel's going through. Die vollständigen Werke von William Shakespeare. Und dann haben wir hier noch einen Globus. Rachel's really into stars. I wonder if it's her way of feeling. Boah, connected. Der ist geil, der Globus. Den finde ich echt schön. Krass. Ja, der gefällt mir. Hier haben wir noch eine Karte. Hier kann ich auch noch ein Graffiti draufmalen. I bet Rachel would rather be anywhere but here. Aber kann ich das einfach machen, wenn die da hinguckt? Probier's mal. Maybe I can make the world a less scary place. Etwas, das Rachel sagte, etwas, das ich sagte. Natürlich etwas, das Rachel sagt. Das entscheide ich jetzt einfach mal ganz allein. I think Rachel said. The corners of the world or mehr, Prolog. Was heißt denn das? Our mehr. Jetzt haben wir schon 2 gefunden. Gibt's denn hier noch ein drittes vielleicht? I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes, but it still seems hard to believe. Aber echt, ey, vor allem wenn man bedenkt, was er im ersten Teil tut, ne?
meine, auf Anwalt. Naja, weiß auch nicht. Okay, da haben wir Rachel. Ich guck mir sie nun mal an. I can't imagine what Rachel is thinking right now. I want her to tell me when she's ready. So, und jetzt machen wir mal hier die Taschenlampe mit dem Licht zusammen. Ich habe tatsächlich genau das gleiche Licht, glaube ich. Mit dieser Kugel obendrauf. Chloe ist auch so, Chloe ist auch so ein bisschen so ein Grobmotoriker, ne? Habe ich das Gefühl. Haben wir doch jetzt. So, dann zeigen wir Rachel mal die Sterne. Hey, check it out. Wow! It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? It reminds us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. Ach komm, deswegen sind sie ja immer noch schön. But that doesn't make them any less beautiful. Right? I don't know. If they're not even real, then what's the point? It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that other woman. My real mom. She's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. Jetzt weiß ich wieder nicht, was vielleicht bedeuten soll. Was sagt sie, wenn ich jetzt vielleicht nehme? Das ist halt die Frage. Es ist immer so Antwortmöglichkeiten, wo man so ganz schlecht rauslesen kann, was damit gemeint ist. Aber ich sage mal, ich fühle mich geehrt, weil Chloe sowas wahrscheinlich einfach sagen würde. Nee, zwei Graffitis. Eins an der Karte und eins im Kalender habe ich gemacht. Gut. I'll take it. Even if it's only by process of elimination. Good. Ja, ja. Passiert. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone.
Ach Mensch, Rachel. Haben sich schon zwei gefunden, ne? Mit den Schuhen im Bett. Also das hätte es bei uns früher nicht gegeben. Huste ruhig mal im Hintergrund, kein Problem. Er unterdrückt das dann immer so. Das soll man ja nicht machen. Lass alles raus. Er unterdrückt übrigens auch sein Niesen. Was denkt ihr denn, was manchmal in meinen Videos los wäre, wenn der richtig niesen würde, so wie er normalerweise niest? Ja, ne? Immer mit den Schuhen im Bett. Wenn ich das früher gemacht hätte, meine Mutter hätte mir wahrscheinlich den Arsch versohlt. Schlimm. In amerikanischen Serien haben diese Teenager auch immer alle. Also die können auch immer wegbleiben bis sonst wann. Und die haben auch immer alle voll die großen Wohnungen für sich alleine. Wo auch immer die das Geld dafür herhaben. Diese Studenten und so. Ganz schlimm. Ich weiß auch nicht. Das ist eine Anschauung der Welt, wie sie nicht ist. Naja, muss ich das jetzt hier unterbrechen oder geht es von alleine weiter? Einfach hier über die schöne Musik drüber gequatscht. Auch schlimm eigentlich. Könnte man schon als Verbrechen an sich zählen. Ich mach mal weiter. The fact that she's here right now, that she came here for me, I think I need to see her. Is that wrong? Nee, finde ich eben nicht. Ich finde nicht, dass das falsch ist, dass sie denkt, sie müsste sie treffen. Es ist immerhin trotz allem ihre Mutter. Und nach 15 Jahren möchte sie die dann vielleicht ja auch mal kennenlernen. Ich meine, sie muss ja nicht weiter mit ihr Kontakt haben. Aber ich glaube nicht, dass das falsch ist, dass du den Wunsch hast. But it might be tough to track her down. Yeah, that's true. Luckily, I've got my secret weapon. But what if we can't find her? It's not like I can ask my dad. I have no idea where to start. Ich habe eine Idee oder ich pack das. Ist das nicht das Gleiche? Ich nehme mal das. I think I know what to do. I'll call Frank and get him to connect us to her. You do that? I'll give it a shot. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her. I can't just ask my parents for a ride. Sie will doch das Auto reparieren. Don't worry. I've got that one covered too. You do? Yep. In fact, anything you could come up with, I'll handle it. I know you will. But even if we find her, how will I talk to her? What do I say? Hallo vielleicht erstmal? Ja eben, du wirst es wissen, wenn du sie siehst, das denke ich auch. After my dad died, I was worried I wouldn't know how to talk to him anymore. But somehow, when we speak, I always know what to say. When you speak? In my dreams. He's there. And it's so real. It's almost like it's another part of my life. It used to be the only part that mattered.
I've never told anyone about that. Weird, huh? Rachel? I was just thinking. Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them, that means they're real. To us. Right? Right. Ja, ja. So ist das. Träumt sie jetzt wieder von Papa? Tut sie. Der Papa war definitiv Country-Fan. Dad, I think we're stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. Seine oder meine Erinnerung? Don't you mean my memories? I don't think you remember after you're dead. Touché. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure? Also diese Sequenzen sind immer so weird. What's wrong? Don't you see anything? Komm, wir spielen mal mit. Fine. It's the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes and what? Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. Die Welt ist eine Bühne. Hat er das gesagt? Ich glaube schon. War das Shakespeare? Oder war der ganze Satz tatsächlich vielleicht von ihm? Die Welt ist eine Bühne voller Drama. Something about the whole world being a stage. So might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie.
It's all pretend, right? Right. Just a bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Oh, God. Dad! Das ist so schlimm, dass sie das in ihren Träumen immer und immer wieder erleben muss. Sie war ja im Grunde eigentlich gar nicht dabei. Aber dass sie sich halt vorstellt, ne? Das ist eigentlich schlimm für sie. Mein Gott, du müsstest auch mal wieder aufräumen. Wait. What the shit? Has someone been going through my room? Doesn't seem like Mom. She wouldn't leave a mess like this. Wait. David? That motherfucker. Dazu hat kein Recht. Whatever. I don't have time for this shit. Wow. I've got to help Rachel. Okay. Okay. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. He might also be totally pissed about Damon's money. I've got to get this exactly right. I can do this. Price. Oh, Frank. Eager much? Where's the money? Ich nehme mal das. I have a question to ask you first. I mean, a favor. You can't be fucking serious. I need to find that woman from yesterday. Sarah. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? Das würde mir sehr viel bedeuten, oder ich helfe einer Freundin. Vielleicht weiß der das ja, dass das Rachels Mutter ist. Aber er kennt ja die Rachel jetzt noch nicht. Ich nehme mal wieder das. I would really appreciate it. I'm your favorite client, remember? I'll be in the junkyard in 2 hours. Sweet. Thanks, man. You're a real friend? What does it sound? That went well, I guess. Hoffen wir mal, dass das gut lief. What am I getting myself into? Ja, dann wollen wir mal gucken. Mein Gott, wie es da aussieht. Rachel. Da. Irgendwas mit hinter der Bühne. Das. Willst du darüber reden? Später mach dir keinen Kopf, bis das Stück vorbei ist. Haben wir das schon? Ja, bis das Stück vorbei ist. Ich bin hinter der Bühne. Super, bin auf dem Weg. Danke, dass du gestern Abend für mich da warst. Mir geht's viel besser. Rate mal, Ich bin eine gute Küsserin. Was? Den Satz verstehe ich jetzt nicht. Na klar. Wir treffen uns in 2 Stunden mit Frank auf dem Schrottplatz. Ich denke, er kann uns mit Sarah zusammenbringen. Heilige Scheiße. Japp, ich bin noch zu Hause. Duschen und Werkzeuge für den Truck einsammeln. Also treffen wir uns am Schrottplatz. Ich werde dort sein. Du bist unglaublich, Chloe Price. Ja, aber so unordentlich muss es jetzt auch nicht sein. Es soll jetzt nicht wie geleckt aussehen, aber ich meine, guck dir das Zimmer doch mal an. Okay, I've got 2 hours to kill. A shower would be fucking amazing. Ja, wir gehen gleich duschen, Chloe.
Jetzt gucken wir uns erstmal Radio. It's way too early to be up on a Sunday. Können wir mal anmachen. Stan Stanwyck hier, bringing you up to the minute coverage of stuff that's interesting on 87.9 the Seder. Inaccurate as of yesterday. Someone should update this photo. Ich weiß, dass das das Foto ist, auf das wir malen müssen. Blackwell Academy, Warren Graham. Ach so, das haben wir ja schon mal gelesen. So. What do I want the record to show? Was brennend oder ausbrennen? Das überlasse ich mal euch. Does the ABPD have any leads on where the heroin's coming from? I can't discuss any ongoing investigations, but we are working closely with the district attorney's office to get to the bottom of it. Right on. Thanks for filling us in, Sergeant. Thank you. Kreis, Kreis, sagt da einer. Ausbrennen. Zweimal Kreis, quasi. Ich finde Ausbrennen auch eine gute Idee. Huch. Den Controller fast runterfallen lassen. Okay. Dann nehme ich das. Ausbrennen. Ich finde immer noch dieses Hole to another universe cool. The sudden and mysterious absence of Chloe Price. Ach, jetzt hat sie sich einfach umrahmt quasi. Ich guck's mir mal so an. Einfach nur diesen. Toll! Das ist ja sehr spektakulär, Mensch. Naja, gut. Damit hätten wir das. Der Globus ist nicht ganz so cool. I haven't played with it since ever. Das ist ja auch kein Spielzeug. Warum drehst du dich denn immer wieder weg, Chloe? Russia, huh? Kind of far from LA. In einem Best Zimmer in the world, im oberen though. Stock. Ja, okay. Rachel would love it. Wonder what I can find out about Rachel's mom. Sie auch für einen ollen Computer hat, ey. Figures. So, was haben wir hier? Sarah Gearhart. Heißt das Gearhart? Gear heißt das doch, ne? Gearhart. Ein Ergebnis in was? 0,27 Sekunden gefunden oder was? Winchester High School verleiht Sarah Gearhart den Fischerpreis. Fischerpreis. Blablabla. 16. März 89. Jedes Jahr vergibt die Winchester High School den Fischerpreis, der nach dem berühmten Forscher Robert Fischer benannt wurde, an den Schüler, der sich. Das war's schon. Nochmal versuchen. Nochmal suchen. Okay, warum klickt sie denn da nicht mal drauf? What? An Chloe Price, betreff Victoria Chase, hat ein Foto kommentiert, auf dem du markiert bist. Um das Foto zu sehen, klicke auf den folgenden Link. Nice to see my work is appreciated. Victoria, nur falls ihr noch mehr Beweise brauchtet, dass Blackwell ohne Chloe Price besser dran ist. Deshalb brauchen Mädchen also immer ewig auf dem Klo. Respekt. Niemand hat dich gefragt, Trevor. Burn. Wow, Chloe, das war stilvoll. A further layer of nuance. Nathan almost pissed himself. Rezension. Blackwell erobert Shakespeare im Sturm. Oh, was für ein Wort. Na egal. Von Daniel Balsh. Letzte Nacht erwachte der Sturm auf der Außenbühne der Blackwell Academy zu neuem Leben. Die einzigartige und mutige Regie von Travis Keaton verlieh dem Stück eine aktuelle Atmosphäre, die in den übertriebenen klassischen Werken üblicherweise fehlt. Die junge Rachel Amber war überragend in der Hauptrolle und beherrschte die Bühne, so wie Prospera die unbekannten Mächte beherrscht. Nathan Prescott
als Caliban verdient eine besondere Erwähnung. Die schwache, nervöse und zitternde Interpretation des versklavten Monsters durch den vielversprechenden jungen Schauspieler verlieh dem Ganzen eine tiefe Nuance, die von den Teenagern unter den Zuschauern nicht ausreichend gewürdigt wurde. Hat doch bestimmt irgendwer geschrieben, der die Prescotts kennt. Thou art an idiot. Doch der wahre Star des Abends in der Rolle von Ariel war Neuling Chloe Price, deren Chemie mit Mrs. Amber Prospera selbst, Ambers Prospera, selbst die Chemie zwischen Miranda und Ferdinand übertraf. Miss Price erforschte Ariels Kampf zwischen Loyalität und Freiheit in einer wahrlich authentischen Darbietung. Tatsächlich ist es eine exzellente Überarbeitung des Originalstücks, wenn Prospera Ariel die Freiheit verweigert. Nie habe ich eine glaubhaftere Darstellung von Überraschung gesehen als Miss Price' authentische Verwunderung. 5 Sterne. Das Piepen war übrigens gerade das Telefon, falls ihr euch gewundert habt. Go Skip. Wann man aufhören sollte. Ein Interview mit Skip Matthews, dem Sänger von Pisshead, Arcadia Bay Online News. Ein charmantes, selbstgemachtes Musikvideo für euren Song Nothing Wrong landete gestern im Internet. Es erreichte in den letzten 12 Stunden über 200.000 Aufrufe. Skip Matthews? Ja, wir waren genauso überrascht wie alle anderen. Arcadia Bay Online, wie erklärt ihr die plötzliche Erscheinung eures ersten Musikvideos? Ich brauchte wirklich eine Veränderung. Ich hatte einen Vollzeitjob, den ich hasste und hatte endlich den Mut zu kündigen. Es war so befreiend und ich dachte einfach, dass ich dieses Gefühl für etwas Neues nutzen sollte. Und dann haben wir ihm doch eigentlich geholfen. Eigentlich haben wir ihm doch geholfen. Oder? Und ich dachte schon, es wäre schlimm, dass er jetzt seinen Job hinwirft und alles. So. So much has changed. I wonder if you'd even recognize me now. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich würde er das auch nicht gut finden, wie sie sich entwickelt hat. Das ist eins der Graffitis, was wir beim letzten Mal gemalt haben. Papas Jacke. Dad's favorite jacket. Definitely taking that if Rachel and I ever leave. Oh, die arme Pflanze. Have I ever watered that? Wahrscheinlich eher nicht. Better than nothing. Boah, ein bisschen Cola in die Pflanze tut dir bestimmt gut. Oder was auch immer das ist, Limonade vielleicht? Sorry, Bord. I've got a real ride to fix up now. Ah, was haben wir denn hier noch? If Rachel and I were still leaving today, there's literally nothing in there that's worth taking. Huh? Mom usually does my laundry when she gets sick of me not doing my laundry. Ja, vielleicht hat sie es jetzt satt, das zu tun. Maybe she believed me for once about never coming back home. Ja. Oder sie hat sich halt wieder von David beeinflussen lassen. Wie ich finde immer noch, er hat absolut kein Recht dazu, Chloes Zimmer zu durchsuchen. Absolut nicht. Fucking believe that David went through my stuff. Also ehrlich. So, habe ich mir jetzt alles angeguckt? Ich glaube schon, ne? Machen wir das hier mal wieder aus. Dann gehe ich jetzt duschen. Ach, da ist noch das Loch. I wonder if that's the universe where Dad's alive and Rachel has 3 happy parents. Also ich glaube, mehr ist hier nicht. Erst umgucken. Draußen. Ja, ja, klar. Aber ich kann das Zimmer jetzt verlassen. Ich bin jetzt hier im Zimmer fertig. Das wollte ich damit sagen. Is Mom playing music? Victoria, was möchtest du? Oh. Na komm, wir machen das mal wieder so. Ich habe gerade eine Fotäse genannt. Hä? Telur ist TE und Selene SE. Fick dich. Du bist so tot. Bist. Wie sie sie immer wieder. Das ist schön. Miss. 9:05 Uhr oder 9.05.
Ach so, okay. Also hatte ich von Anfang an recht. Rachel Amber ist ein bösartiges Miststück. Oh ja, das ist sie absolut. Du hältst dich jetzt wohl für ihren Kumpel. Yep. Du hast jede einzelne Zeile des Stücks perfekt aufgesagt. Wie kann das sein? Du hast das geplant, nicht wahr? Nein, ich habe es mir aufgeschrieben. Victoria. Auf die Hand. Oh nein, du hast es rausgekriegt. Ich habe diese Schule so satt. Niemand hat sich gestern einen Scheiß für mich interessiert. Alles drehte sich um Rachel, Rachel, Rachel. Oh Mann, wenn du versuchst, jemanden Drogen einzuflößen und es nach hinten losgeht, das ist einfach das Schlimmste. Fick dich, Chloe. Fick dich, Victoria. Blöde Bitch. Ich hasse sie. So, dann schauen wir uns hier mal um. Ein Straßenbild. Is getting out of here still in my future? Or is this picture the closest all I'll ever get? Was hören die denn da für furchtbare Musik? Either way, we're fixing that truck from the junkyard. Naja, manchmal kann die Musik auch ganz schön sein, aber... Hm, weiß nicht. Das Bild gucke ich mir jetzt nicht noch ein hundertstes Mal an. Oder soll ich? Muss ich auf das Bild malen? Wahrscheinlich nicht. One day, I'll look at that and think... Huh... My old home. And not fuck this shithole forever. So. Hier muss ich bestimmt irgendwo drauf zeichnen. I wonder who gave this to Mom. Ja, wer denn wohl? Dr. Bill bestimmt nicht. Ein Machtwort sprechen, eine Anleitung zur Zähmung des rebellischen Teenagers, Dr. Bill. Dr. Bill scheint ja sehr beliebt zu sein in dieser Stadt. Finden wir jetzt da wieder Kondome? So, if I put this photo out, Mom just hides it in a different drawer? What the hell? Ja, finde ich eigentlich von der Mutter auch nicht so in Ordnung. Das, naja, manchmal... Ach, keine Ahnung, dass sie das jetzt so macht wegen dem... Jetzt hat er hier schon seinen ganzen Scheiß stehen, ne? Ein Autokalender, schön. Because nothing screams compensating for something like a bright yellow sports car. Mai 2010, aha, okay. Das musste man jetzt übersetzen. Sports cars are really good for... Hot Rod Flammen oder Mädels anbaggern. Pff, ich nehme das. Malst du da jetzt so ein Girl auf die Motorhaube? Hitting on chicks. Schön. Schön, Chloe, schön. Ah, das waren die täglichen Dickhead-Picks. Dick-Pics? Oder wie war das, was da stand? Kreis. Ich will das bitte nochmal angucken. Good body shop. Ach, Chloe, schön. Wait. Mom actually sold her ring for $300. Wow. Das ist hart. Arcadia Pfandleier Quittung, Gegenstand 1, Zusammenfassung. Diamantring, fast farblos, Grad B. Wert $300. $300 verkauft für erforderlicher Tilgungsbetrag $410. Also falls er den wieder zurückkaufen will, ne, muss er $410 bezahlen. Verpfändung nur für 30 Tage. Siehe Rückseite für Geschäftsbedingungen. Wenn sie den also innerhalb der nächsten 30 Tage nicht zurückkauft, dann ist nicht gesagt, dass er den wiederkriegt. So, habe ich das jetzt verstanden. I remember this. Mom loved it. Wait, is today Mother's Day? Shit. Ist heute Muttertag? Also ist am 9.5. Muttertag? Es ist wissenschaftlich bewiesen, du bist offiziell die beste Mutter der Welt. Alles Gute zum Muttertag. In liebe Chloe, diese Karte kann für ein kostenloses Frühstück im Bett eingetauscht werden. Ich liebe dich, William. 8. Mai 2005. Ich glaube, am 9. Mai ist Muttertag. Shit. David really is moving in. Will doch auch seine ganzen Sachen aus dem Schrank, so wie er das bei dir gemacht hat. Hätte ich jetzt gemacht.
Ich als rebellischer Teenager. Das ist immer noch die beste Geste, wenn sie das so mit dem Fuß wieder zumacht. Also gut, dann können wir ja jetzt duschen gehen. Is that David's towel? Where the hell is mine? Wow. Okay. My towel's probably in here somewhere. I should just calmly look for it. Im Schrank wird's nicht sein. Gross. Was? Muskelmann-Pomade. Styling-Pomade mit extra starkem Halt. Wow. Erinnert mich so an Pauly von My Time at Porsche. Er ist auch so ein starker Typ. I truly hate seeing so much of David's shit around. Vor allem kann er seinen Scheiß nicht wegräumen? Muss er das alles so liegen lassen? Also ehrlich. Was für eine Schlampe. A logical place for a towel. Lots of washcloths. No towel. No towel? Wahrscheinlich in der Wäsche, Chloe. Maybe Mom threw my towel in here. Nein. No awesome pirate towel. Hat sie das weggeschmissen? Oh, oder hat sie es ihm gegeben? Irgendwie für Autoreparaturscheiß oder so? Da würde ich ja durchdrehen. Ach, da ist es. All ihre Piratensachen hat sie da reingeräumt. Max and I were so into this shit when we were kids. Wait a minute. Oh, ist das der Moment? Max was going to make me a pirate, but we never got around to it. Ah ja, Haarglanzlichter, bombig blau, auswaschbare Haarfarbe. Okay, na dann. Ready for the best shower of my life. Sonst ist hier nichts, oder? Water. Don't let me down. Nee, okay. Gut. Ja. Wird ja auch mal wieder Zeit, ne, Chloe? Seit Anfang des Spiels nicht geduscht. Und meistens die gleichen Klamotten über Tage getragen. Erstmal voll seinen Kamm versaut. Ah, es ist also noch nicht ganz blau, aber schon mal zum Teil. Ich weiß schon genau, was wir anziehen werden. Wir gucken trotzdem mal alles an. Wie kann ich denn... Kann ich hier nicht rumgucken? Doch. Dieses Outfit gucken wir uns mal an. Ja, wann hätte ich sie denn umziehen sollen? Ich habe ja nur zweimal die Möglichkeit gehabt, glaube ich. Ja, das sieht ganz schick aus. Sieht ein bisschen Rachel-like aus, ne?
So, die haben wir uns schon alle angeguckt. Die gucken wir uns jetzt nicht nochmal an. Dann haben wir hier noch das Drachenshirt. Oh, auch ganz nett. Ich finde diese furchtbare Mütze so blöd, die sie jetzt die ganze Zeit aufhat. Aber naja, gut. Ihr wisst es alle, was wir anziehen. Ihr wisst es alle. Wir probieren einfach alle an. Aber was wir dann anziehen, ist, das dazwischen geht nicht? Okay. So. Und das wird's werden, meine Freunde. Alright. One last thing. I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Dad's toolbox okay, should be in the garage downstairs. Jetzt meine Frage. Wenn ich jetzt die Toolbox hole, dann gehe ich wahrscheinlich danach zum Junkyard und da kommt dann ein Speicherpunkt, nehme ich mal an. Dann würde ich nämlich jetzt mal schnell vorlesen und dann nach dem Speichern quasi den Stream für heute beenden. Ja, denkst du? Okay, dann lese ich jetzt mal ein bisschen vor, weil wir beim letzten Mal, glaube ich, nicht so viel vorgelesen haben. Wo waren wir denn hier? Moment. Das hatte ich noch nicht. Ich rede nicht mit deinem... Rachel hat es voll drauf. Weniger kaputt. Das haben wir auf jeden Fall schon gelesen. Die weniger kaputte Mechanikerin. Also ich lese mal hier weiter. Max, woher weißt du, wann es Zeit wird, eine Beziehung aufs nächste Level zu bringen? Ich rede natürlich von meinem Drogendealer Frank. Ich soll einen Job für ihn erledigen, Geld von Drew North einsammeln. Du kennst Drew, Blackwells Lieblings-Super... Was? Suspensorienträger und jetzt wohl auch Oxy-Dealer. Schuldet Frank ordentlich Kohle. Aber es soll ein leichter Job sein und ich brauche das Geld für meine und Rachels Flucht. Wo ich gerade von Rachel rede, rate mal, die Geliebte, welches schleimigen Vaters kam aus Franks Wohnwagen? Ich drängte Frank, Infos rauszurücken und erfuhr, dass ihr Name Sarah und sie erst seit ein paar Wochen hier ist. Oh, und dass sie Drogen liebt. Komisch. Okay, ich muss los zu meiner triumphalen Rückkehr nach Blackwell. Wenigstens werde ich diesmal bezahlt. Chloe, die kriminell Grandiose. Do more drugs. Max, scheiße, erinnerst du dich an den einfachen Job für Frank? Ja, von wegen. Erst schnappte ich mir Samuels Schlüssel, aber dann hatte ich Probleme, an Skip vorbeizukommen. Ehrlich gesagt, habe ich ihn so runtergemacht, dass er dann Wells blöd angemacht hat. Fühlt sich scheiße an, aber ich musste da rein. Machte einen kurzen Abstecher in Elliots Zimmer und las seine Gedichte. Der Typ hat Gefühle für mich, denke ich. Ich bin geschmeichelt? Jedenfalls fand ich das Geld, doch dann tauchten Drew und Mikey auf, gefolgt von Franks psychotischem Boss Damon. Hast du schon mal jemanden getroffen und hattest sofort den Instinkt abzuhauen? Ich nicht, bis heute. Damon hat Drew furchtbar verhauen, weil er ihm Geld schuldet. Ich blieb bei Mikey, wie Drew es wollte. Es war grauenhaft. Ich glaube, Damon brach Drew echt das Knie. Danach gab ich Drew das Geld, anstatt es für Frank aufzubewahren oder es Damon zu geben. Fühlte sich richtig an. Es war alles so abgefuckt. Und der abgefuckteste Teil? Dass ich etwas damit zu tun hatte. Chloe, die Weiterverschenkende. Max, gerade als ich dachte, der Tag kann nicht dramatischer werden. Moment, von Anfang an. Rate mal, wer Rachel unter Drogen setzen und ihre Rolle klauen wollte. Keine Sorge. Rachel und ich haben das Victoria mit gleicher Münze heimgezahlt. Leider endete das Drama damit für mich nicht. Die dusselige Juliette steckte wegen dem Feuer fest. Und ich? Jetzt? Was? More toil? People? Start? Keine Ahnung. Sagen wir einfach, es gibt genau eine Person auf diesem Planeten, die mich dazu bringen kann, ein Kostüm anzuziehen und vor einem Publikum voller Leute, die ich nicht ausstehen kann, Shakespeare aufzuführen. Und sie stand genau im falschen Moment direkt neben mir. Chloe, die mit dem Scheißleben. Max, ich habe überlebt, nur falls du dir Sorgen gemacht hast. Hast du nicht. Aber es war nicht einfach. Ich musste mich daran erinnern, was ich zu sagen habe, wo ich hin musste und nicht dem Publikum den Mittelfinger zu zeigen. Ich werde nicht lügen, ich hatte es voll drauf, nachdem ich die dumme Schminke und die blendenden Lichter überwand und mich darin verlor. Chloe's Life, the Prequel.
Ich schätze, beim Schauspielern geht es darum, den Rest der Welt zu vergessen und ganz im Moment aufzugehen. Wenn ich bei Rachel bin, fällt mir das leicht. Wir änderten den Verlauf des Stücks etwas und erschufen ein besseres Ende, wo wir zwei zusammen von der Insel entkommen und gemeinsam in den Sonnenuntergang segeln. Nimm das, Shakespeare. Guck mal, Karten für Life is Strange. Wird das echte Leben auch so super? Die Zeit wird's zeigen. Chloe, das lyrischste Luder der Stadt. Max. Die Zeit hat's gezeigt und wie sich rausstellt, ist das Leben keine Bühne. Es ist so viel besser. Wir verschwinden. Heute. Bumm. Lebewohl, Arcadia Bay. Wir fahren nach Los Angeles, der Heimat der Filmstars, des abgefahrenen Marihuanas und... Egal, es ist nur wichtig, dass es nicht hier ist. Ich glaubte Rachel erst nicht. Es ist nicht so, dass ich ihr nicht vertraue, aber sie verliert sich gerne im Moment. Sagen wir einfach, sie beseitigte alle Zweifel. Was soll ich dir eine Karte zeichnen? Wir haben rumgemacht. So toll, wie du es dir auch vorstellst, mit Rachel Amber rumzumachen, war millionenmal toller. Nach einem kurzen Halt bei Rachels Haus geht's los. Wenn du das nächste Mal von mir hörst, bin ich nicht mehr in Arcadia. Genau wie du. Chloe, der es so viel besser geht. Max, ich dachte, das Merkwürdigste an den Ambers sei, wie normal sie sind. Sie wirkten wie eine Familie aus einer schlechten Sitcom der 90er. Und ich tat mein Bestes, die Rolle der schrulligen und doch liebenswerten besten Freundin zu spielen. Ja, ich verzierte ein Foto von James aus der Zeitung am Kühlschrank, aber nur, weil er so dumm aus der Wäsche guckte. Das Ziel war es, rein und rauszukommen, ohne eine Szene zu veranstalten, damit wir damit wir flüchten konnten. So viel dazu. Rachel konnte nicht einfach da sitzen und ihren betrügerischen Vater so arrogant tun lassen. Ich versuchte, sie abzulenken und sie an unser Ziel zu erinnern. Es hätte fast geklappt. Dann drehte Rachel durch. Ich schätze, sie erträgt die Lügen nicht mehr. Sie erzählte ihrer Mutter, dass James mit dieser Frau rumgemacht hatte. Alle schrien herum und bevor ich mich versah, ging Rachel im Zerstörungsmodus auf den Tisch los. Dann kam endlich die Wahrheit heraus. Rachels Mutter ist nicht ihre Mutter. Rachels echte Mutter ist die Parkknutscherin. Ich bin umgehauen. Chloe, die schrullige und doch liebenswerte. Max, wenn man mal drüber nachdenkt, ist es unglaublich, dass irgendwer irgendwem mit irgendwas vertraut. Zum Beispiel die Sterne. Wir lernen so viel über sie in der Schule, doch niemand erzählt uns den wichtigsten Fakt über sie. Einige davon sind tot. Was? Before you can see the light, you have to deal with the darkness. Ja, ist richtig, ist richtig. Und doch vertraut Rachel mir mit der wichtigsten Sache ihrer Welt, ihre richtige Mutter zu finden. Sie bat mich nicht sofort darum. Anfangs wollte sie nicht mal reden. Es war auf dem Schrottplatz vor ein paar Tagen, aber diesmal drehte ich nicht durch. Ich ließ ihr Freiraum. Hier ist etwas, das du nie gelernt hast, Max. Wenn jemand, an dem dir etwas liegt, leidet, tust du alles in deiner Macht Stehende, um für sie da zu sein. Auch wenn das heißt, die Sterne in ihrem Zimmer erstrahlen zu lassen. Damit schaffte ich es, dass Rachel sich öffnete und mich bat, ihre Mutter zu finden. Ich sagte ihr, ich denke, dass ich es schaffe. Falls ich Frank erreiche und den Truck zum Laufen bringe, haben wir eine Chance. Chloe, Beschwörerin der Sterne. So, damit das und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal zur Garage. Vielleicht reden wir nochmal mit der Mutti. Über die merkwürdige Musik, die da läuft. Nach unten gehen. Here goes. What are the chances I can avoid Mom or David? Eher null. Ah, das ist jetzt ein Speicherpunkt, ne? Immer wenn der Rabe kommt... Speichert's doch ab. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt hier die Folge, weil ich denke mal, hier wird es dann wohl länger weitergehen. Ah, ich quatsche jetzt hier einfach, wobei ich kann ja auch einfach wieder Pause drücken. Ne? So, genau, dann machen wir das so. Ich lasse die Videosequenz dann gleich noch durchlaufen. Damit es dann auch wirklich richtig abgespeichert hat. Und machen hier beim nächsten Mal weiter. Was... Ich hoffe, nächste Woche ist. Wir werden sehen, wie es um meine Befindlichkeiten steht. Aber ich sag jetzt einfach erstmal nächste Woche. Ich hoffe ja, bis hierhin hat es euch erstmal gefallen. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ja. Und dann wollen wir mal sehen, ob die beiden es denn schaffen, die Mutter zu finden und mit ihr zu reden und was dabei rauskommt. Mensch.
War wie immer unterhaltsam, das freut mich doch. Wenn ich euch unterhalten habe, habe ich doch alles richtig gemacht. Ja, gut, Freunde, ich würde sagen, dann beenden wir für hier. Und sehen uns dann nächsten Samstag. Schöner Stream, vielen Dank. Ja, euch auch noch ein schönes Wochenende. Und was ihr sonst noch so euch wünscht. Oder? Wie sagt man das? Egal. Ja, gut. Also dann, macht's gut. Tschüss.